Ja, also ich habe auf der Oder, da habe ich da erste Fahrten haben wir 1964 bis und dann 1965. Da war ich noch Schüler in der Binnenschifffahrtsschule Breslau und da habe ich da Praktikum gemacht. Also 64, also 2 Monate und dann 65 auch 2 Monate. Da waren natürlich die Fahrten von Stettin bis nach Kosel, Koźle auf Polnisch und dann wieder zurück. Also hin Erz, zurück Kohle. Nicht? Das war nur also so diese Linie, kann man sagen. Ich habe auch Glück, als auf einem alten motorisierten Kahn, also, da war 3-Mann-Besatzung. Keiner hat Lust also zum Steuern. Nicht? Also da der arme Kerl, ich war damals, habe ich so im Himmel, nicht? Also dass ich so solche Möglichkeit gehabt habe, weil auf einem Schulschiff, da geht nur um Disziplin, nicht? Aber hier alle haben irgendwo verschwunden, jeder nach eigene Kajüte und haben geschlafen. Der Kapitän hat geguckt, also wie ich mache das, also beim Steuer, was ich da mache, hat vielleicht also gut geschätzt und dann ist er auch weggegangen, nicht? Er hatte eigene Frau da mit Kind, also am Deck, auf dem Deck. Und deswegen, also das was alles habe ich da gemacht. Kein Radio, kein Fernsehen, gar nichts. Ne? Da habe ich die Lieder, Seemannslieder, Polnisch, Russisch, Deutsch. Gebeten habe ich Polnisch, Russisch, Deutsch und sowas von der Langeweile. Weil da war die Grenze natürlich da, keine Bewegung und so weiter. Na, Schiffsbewegung, ja, aber keine Leute an der Grenze. Also da war ganz leer. Nicht? Und dann ist ja das war auch so, wenn ich mich also das Bild also vorstelle, den Film da drehe, das hat mich bewundert, also dass die polnische Seite, polnische Ufer ist leer. Und dann deutsche Ufer von der DDR-Seite, da waren die Angler. Da dachte ich, warum denn so, nicht? Gibt es in Polen keine Angler oder sowas? Das ganz also gute paar Jahre später habe ich na, wie heißt es, erwischt oder eine Nachricht gekriegt, habe ich mich erkundigt, kann man sagen, in dem Ostblock, jeder Staat hat die Westgrenze geschützt, ne? Also Sowjetunion hat die auf Bug da geschützt. Und die Polen haben sich nicht gekümmert, also nicht viel gekümmert. Hier an der Oder, da haben die Polen also geschützt und dann die Deutschen, die haben da an der Elbe da, also die Mauer da geschützt. Nicht? Und deswegen, also auf der polnischen Seite war leer. Nicht? Nur die Türme und da wurden wir beobachtet und so weiter. Da waren damals noch die Anlegestellen, kann man sagen, wo Übernachtungsanlegestellen bezeichnet dieser Abschnitt, also musstest du fahren und da konntest du ankern oder anlegen oder sowas. Immer nur auf der polnischen Seite oder auch auf der DDR-Seite? Auf der polnischen Seite, die Grenze läuft also in der Mitte da, oder nicht? Also da ist ja, das hängt ab, also was für Fahrrinne-Tiefern haben wir, nicht? Also das war erlaubt. Also auf dem Fluss. Kein Austritt also auf den Land. Der polnische Ufer, da war auch also dunkel und grau, nicht? Also die kleinen Dörfer, ungepflegte Dörfer, jeder hat nicht gewartet, aber erwartet, kann man sagen, dass das einer Nachtag kommt wieder Deutschland, was wird mit uns jetzt, nicht? Da waren die Leute, die aus heutige Weißrussland oder Litauen oder Ukraine sogar, also die rausgeschmissen wurden oder emigriert wurden, also aus Russland oder Sowjetunion. Und die sind hier gelandet und dann ohne weitere Zukunft, nicht? Also auch Menschen ohne Wurzel, kann man sagen, nicht? Und dann die bis Abkommen, also 1970, also zwischen Zyrankiewicz und Brandt. Bis dahin, also ich stamme aus Schneidemühl, hat auch keiner da gebaut zum Beispiel. Ne? Schneidemühl war früher also
jetzt Piła war Grenze. Nicht? Ein paar Kilometer weiter war schon Polen, Richtung Bromberg, Richtung Posen und so weiter. Da die Leute die im nächsten Dorf, aber schon in Polen, heißt Kaczory, da haben alle gebaut. Und da habe ich gesehen. Und nach dem Vertrag, also zwischen Brandt und Cyrankiewicz, da war sofort also entstanden. Also, Vertrauen. Ja, Vertrauen, ja. Aber also auf der deutschen Seite, da ist ja natürlich, da war Frankfurt-Oder zum Beispiel. Hat man hier unten, also man sah also von Ferne zum Beispiel die Schornsteine, also von Schwedt, nicht? Also das war was, nicht? Auf dem Lande. Aber bei uns, also Subice, was ist ja Subice? Da war Vorstadt von Frankfurt. Frankfurt lag da drüben, nicht? Und weiter, also Eisenhüttenstadt zum Beispiel. Wieder auf der polnischen Seite gar nichts. Oder Schutzdamm, nicht? Also da ist ja auch, also das ist kein Aussicht, nicht? Also das ist ja, war praktisch, also für die Polen, also hat begonnen, also die Polen, also oberhalb der Neiße, nicht? Also der Lausitzer Neiße. Ja. Da war schon, also man durfte anhalten, ausgehen, also, und da waren schon Leute, nicht? Aber hier war nichts. Also, deswegen habe ich gesagt, ich habe gesungen, also Junge, komm bald wieder nach Haus. Oder ich weiß nicht, was soll das bedeuten, dass ich so traurig bin, also über Lorelei, was ich da kannte. Ich habe Vater unser gebet, also habe ich mein Deutsch also geübt, kann man sagen. Das hat mir so eine Frage hat mir ein Offizier aus Sicherheitsdienst also in Polen gestellt. Schmuggeln da die Matrosen oder die Marine oder diese Schiffer? Natürlich schmuggeln sie. Was? Haben sie auch geschmuggelt? Natürlich. Ja, seit die Phönizianen Geld erfunden haben, die Seeleute oder die haben geschmuggelt, schmuggeln und werden schmuggeln, nicht? Also, aber das ging damals um Menge. Also die Zöllner haben auch das gewusst, also wenn sie eine Stange Zigaretten mehr gesehen haben, da haben sie gar nichts gemacht, nicht? Dass da nur vom Hören, ne? Also eine Ausladung zum Beispiel eines Schiffes, aber wenn sie Champagner zum Beispiel in Malz, nicht in Malz, sondern Cicheritz, Cigacice, wenn sie ganze Waggons da also importiert haben, also Privatimport und dann runter und da drauf also irgendwelche Ladung, nicht? Natürlich, da jemand musste das wissen, also sehen, nicht? Zu sehen. Natürlich, da Meldung ging weiter und da in Hohensaaten kenne ich einen Fall, da wurde in die Schleuse, da Ostschleuse, der Kahn da oder das Schiff also da reingesperrt, nicht? Also von beiden Seiten und natürlich alles, da kam Kran, alles ausgeladen und die haben was gefunden. Also das war schon Massenexport, kann man sagen, und das natürlich, man darf. Na, da haben wir Begegnungen gehabt, also weil aus der Elbe bis zur Westgrenze, bis Buchhorst, das war praktisch also Grenzzone, nicht? Also Haldensleben und dann weiter, nichts mehr. Und dann war erlaubt nur zu fahren, zum Beispiel vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, nicht? Bis nach Magdeburg. Und wenn man 5 Minuten später kam, nicht, da stand also drauf, nicht, die Sonne war noch hoch, und da, aber wenn geschrieben wurde, 17 Uhr und 5, Sonne und Sonnenuntergang, dann war Schluss. Wenn wir aus Bülstringen zum Beispiel zu Rottensee, also das ist ja ein paar Kilometer, ja, wir dachten einmal, also, ach, das ist ja, wir springen das um, nicht? Und dann sind wir also Viertelstunde später da gekommen, kam sofort also der Wasserschutzpolizist und dann hat geschimpft und so weiter. Und dann 20 Minuten geschimpft, dann war ich schon ungeduldig, da frage ich ihn mit meinem humpelnden Deutsch, was willst du für Strafe bekommen? 5 DDR-Mark, hast du 10, also, aber endlich Ruhe, ne? So. Niemand wollte beschimpft werden, nicht? Also da waren die sozialistischen Polizisten waren so,
Die haben geschimpft und so weiter und so fort, aber Geldstrafe wenig. Ne? Und dann, meine Mutter hat Cousine in Stralsund. Und ihre Tochter, der Cousine meiner Mutter, die hat einen Offizier von Volksmarine, von der DDR, da geheiratet. Und die mussten also, wenn wir wollten, wir waren nur einmal da zu Besuch, aber wenn die haben gewusst, dass wir aus Polen kommen, die haben Urlaub genommen und dann irgendwo ausgefahren. Nicht? Also dann habe ich jetzt also, wir haben also ein paar Stunden zusammen gesessen und dann diese alte Geschichten und die hat mir gesagt, also ja, weißt du, Jurek, also wir durften keine Kontakte, ausländische Kontakte haben, also persönliche Kontakte, nähere Kontakte, mit Westen gar nicht, aber hier auch, also im Osten auch, nicht? Am besten also keine Kontakte, nicht? Das könnte schaden, also die Karriere oder wie heißt das, nicht?